Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie heute wieder zu einem Livestream der Volkshochschule Vaterstetten. Heute sind wir in, wie Sie unschwer erkennen können, an einem ganz anderen Ort, nämlich in Zorneding im Rathaus. Das hat den Hintergrund, dass wir eine bekannte Phase haben, die sich Corona nennt. Also ganz ursprünglich in der Planung war vorgesehen, dass wir das in der Gemeindebücherei in Vaterstetten machen. Da ist es am Internet gescheitert. Jetzt ist es so, dass wir es in Vaterstetten machen wollten. Dann hat sich Zorneding herauskristallisiert, da sind wir jetzt. Und es ist ein wunderschöner Raum. Allerdings sind wir hier außer unseren Kameraleuten ganz alleine. Wir, das ist in dem Fall die Leila Al-Serori, die ist zugeschaltet, uns aus Wien. Hallo, Leila. Hallo. Und sie ist Journalistin und arbeitet in der SZ Online-Redaktion. Und neben mir sitzt der Corbinian Eisenberger. Der arbeitet hier in der SZ Print-Redaktion. Und unser Thema heute ist der investigative Journalismus. Und nicht nur dieser Journalismus, sondern auch das Ganze vor dem Hintergrund des Internets, also der Möglichkeiten, wie wir heute miteinander kommunizieren können. Das ist eine absolute Premiere, die wir heute machen. Also, das ist auch wiederum Corona geschuldet, aber wir lernen ja auch aus dieser Krise. Ich habe noch niemals, also gestreamt habe ich jetzt schon oft, ungefähr 80 Mal, aber ich habe noch niemals eine Kollegin während eines Streams zugeschaltet bekommen. Es scheint alles zu funktionieren. Die Leila sieht uns und hört uns. Und jetzt ist es so, dass wir einen gewissen Ablauf haben. Also wir haben uns vorher, oder ich habe mir vorher Fragen überlegt, die ich euch stellen möchte. Mit von der Partie, die zuschaut, ist auch noch meine Kollegin, die Frau Schukowski von der Gemeindebücherei, die ist auch live zugeschaltet, hat auch noch Fragen in petto. Und das ist der Grund, warum ich das jetzt auch sage. Sie als Zuschauer sollen natürlich hier mitdiskutieren. Sie können uns jederzeit erreichen über den Livestream, über den Live-Chat natürlich, Entschuldigung. Und Sie können dort Ihre Fragen stellen. Und ich sehe das hier auf meinem Bildschirm und werde dann sofort auf diese Fragen eingehen, wenn es passt. Ja, oder auch später, wenn wir dann ein Thema haben, was wir ansprechen können. Warum machen wir das Ganze? Nur noch kurz erklärt vielleicht, diese Veranstaltung findet statt im Rahmen der Wochen der Toleranz, die wir zusammen mit anderen Bildungsträgern im Landkreis Ebersberg jedes Jahr im Herbst anbieten, im November. Und es ist uns natürlich als Volkshochschule ein ganz großes Anliegen, dass wir Themen politische Bildung und Demokratie anbieten. Und für mich ist es auch ganz wichtig, anzubieten eine Medienbildung, und das machen wir hier, ja, indem wir Journalisten hier haben, und zwar ja, Vollprofis, weil die Demokratie wird ja auch transportiert durch die Medien. Und darüber reden wir auch. Wir reden auch darüber, ja, wie ist das jetzt heute in unserem Zeitalter? Man wird dort ständig zugebombt mit irgendwelchen Nachrichten. Ja, ist das seriös? Wie ist das recherchiert? Wir werden auch noch, das habe ich abgesprochen mit den beiden, auf den Fall Relotius zu sprechen kommen. Das war ja nicht seriös, aber es war gut recherchiert. Also da wollen wir so ein bisschen drüber reden. Aber jetzt möchte ich erstmal der Leila die Gelegenheit geben, dass sie mal ganz kurz was zu sich sagt, was sie genau macht. Wie man das so nennt als Beruf, und vielleicht auch gleich so ein bisschen was zu deiner Person und wie du zum Journalismus gekommen bist. Ja, hallo, also Leila Al-Serori ist mein Name. Ich freue mich sehr, dass ich hier aus Wien dabei sein kann. Die neuen Möglichkeiten, das ist sehr schön. Ich bin bei der Süddeutschen Zeitung Politikredakteurin. Also ich bin dafür vor allem zuständig für die Online-Planung, also die tagesaktuelle Planung im Ressort. Also was machen wir wann, wo in der Online-Politik und wie koordinieren wir das mit der Zeitung und was machen wir in der Zeitung, was machen wir online, was machen wir als Podcast etc. Also das mache ich so, dass ich diese Planung mache. Und außerdem kümmere ich mich um österreichische Politik. Also das bin ich auch in Wien. Ich bin gebürtige Österreicherin und bin auch thematisch eben mit diesem Thema befasst. Genau. Okay, danke. Den zweiten Gesprächspartner, den wir hier haben, das ist der Corbinian Eisenberger. Wenn du vielleicht kurz was zu dir sagst. Ich bin seit 2013 bei der SZ, also seit mittlerweile schon fast 7 Jahren. Wow, wie schnell die Zeit vergeht.
Ich habe Journalismus studiert und bin dann über das Studium relativ schnell ins Volo bei der SZ gekommen und bin jetzt seit, ja, jetzt sind es fast 5 Jahre, bin ich jetzt Redakteur hier im Landkreis Ebersberg, der auch hier für dieses Rathaus unter anderem zuständig ist. Ich bin auch hier hinten im Pressebereich schon mal gesessen. Hier sitzen nun mal die Gemeinderäte. Und ja, ich bin auch, also ich bin Printjournalist, mache aber auch genauso wie die leider online. Ich mache bei uns den Online-Auftritt der SZ Ebersberg. Das heißt, ich bin mit dem Thema Journalismus im Netz und soziale Netzwerke und Umgang mit Lesern auch durchaus vertraut, und darüber können wir heute sicherlich ja aus zwei verschiedenen SZ-Perspektiven sprechen. Ich glaube, das muss man auch noch ergänzen, dass die SZ ja jetzt seit kurzem auch, wenn nicht seit kurzem eigentlich, das ist ein jahrelanger Prozess, diese Print- und Online-Zusammenführung, und wir so genau getrennt ja uns gar nicht mehr nennen dürfen. Ja. Was, also ich finde ja das Schreiben sehr, sehr, also sehr schön. Also wenn ich jetzt nicht gerade, als VHS-Geschäftsführer hat man ja nichts Gescheites gelernt, sonst wäre man es ja nicht. Ja? Also wenn ich jetzt mir aussuchen müsste, was tue ich, wenn ich mal nicht mehr VHS-Geschäftsführer bin, dann würde ich, glaube ich, gerne schreiben. Aber das Schreiben als Journalist ist natürlich schon was Spezielles. Was hat euch in diesen Beruf gebracht? Wo kommt, also ist man da einfach, also so mehr oder weniger reingetaumelt, oder hat man sich das gezielt ausgesucht? Leila, wie war das bei dir? Ich habe es mir gezielt ausgesucht tatsächlich. Also ich wollte schon immer Journalistin werden, habe dann als Schülerin auch ganz klassisch für die Schülerzeitung und so geschrieben. Habe dann spanische Literatur studiert, also was ganz was anderes. Und auch in Spanien gelebt kurzzeitig mit Studium. Und dann aber auch Journalismus studiert, so wieder kombinieren. Also dabei habe ich einen Master gemacht. Und das war aber auch, eigentlich wollte ich das immer machen. Und insofern bin ich auch sehr froh, dass ich heute da bin, wo ich bin. Okay. Und bei dir? Bei mir war auch das Schreiben schon, also wirklich als Kind ich habe Aufsätze einfach geschrieben und seitenlang ganze Hefte voll. Das hat mich einfach total begeistert, und einfach selber eine Geschichte zu erzählen, das hat mich fasziniert. Und dann war bei mir die Entscheidung so, okay, eher schreiben oder eher zeichnen. Ich habe auch immer gern gezeichnet, und bei der Malerei hat es einfach nicht gelangt, das habe ich dann irgendwie so selber festgestellt. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, ich will was mit Schreiben, mit Literatur machen, habe dann Germanistik begonnen und habe aber schnell gemerkt, dass sich nur beschäftigen mit fremden Texten, das ist mir irgendwie zu fad, und habe dann nochmal das in das Nebenfach geschoben und habe dann in den Journalismus auch im Studium gewechselt, und so ging dann der Weg zur SZ. Und jetzt bin ich seit Ewigkeiten schon da. Okay. Das Wort ist nicht ganz einfach. Investigativer Journalismus. Was bedeutet das im Allgemeinen, Leila? Was bedeutet das speziell für dich? Ja, also die Süddeutsche Zeitung, die setzt ja sehr auf Investigativen. Das ist ja auch ein eigenes Ressort. Und das funktioniert bei der SZ so: also, dieses Ressort bündelt die ganzen Investigativgeschichten und holt sich dann immer auch Verstärkung aus den Fachressorts. Und deshalb habe ich auch ein paar Investigativsachen gemacht in den letzten Jahren. Eben die Ibiza-Affäre zum Beispiel. Also, da war das dann so, dass die Kollegen haben ein Video zugespielt bekommen und haben sich dann Verstärkung sozusagen von den Österreich-Profis geholt, also den Korrespondenten. Okay. Mein Kollege noch von Oliver Dasgupta, der sich auch sehr gut mit Österreich auskennt, und eben ich. Und dann meistens so eine Teamarbeit, wo eben eine Mischung aus den Leuten, die sich sehr gut auskennen mit diesen ganzen Investigativen, also auch wie man vor allem checkt, ob das jetzt ein authentisches Video ist, ob das alles, also auch mit der Quelle, den ganzen Kontakt, das braucht immer sehr viel Vertrauensaufbau. Und so. Das sind so Dinge, die Kollegen im Investigativressort einfach schon seit Jahren machen und da ganz viel Erfahrung haben. Und dann holen sie sich eben dann nochmal so fachliche Verstärkungen dann dazu, je nachdem, was für ein Thema gerade irgendwie ansteht. Okay. Also ganz kleine Teamarbeit auch immer. Du hast es ja eben schon gesagt, das ist ja auch ein Teil unseres Titels, den wir haben für die Veranstaltung. Ibiza-Affäre ist jetzt das eine, kommen wir sicherlich auch nochmal drauf. Spannend, also schlägt es dann Vogel aus, ja, also damals hat es mir einen ausgehauen, aber gut. Und bei dir, wo ist das Investigative, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt in deiner Position oder habe deine Funktion jetzt bei der SZ, wie stellt sich das da dar?
Ich glaube, man muss den Begriff investigativ dann vielleicht etwas weiter fassen. Mhm. Ich selbst habe mit den Kollegen von der Investigativredaktion, ich kenne zwar den Freddy Obermeier, der war auch in Eichstätt wie ich, aber ich habe mit denen noch nicht direkt zusammengearbeitet. Mhm. Aber man kann auch durchaus als Lokaljournalist, der ich ja bin, sagen wir, investigativ, ja, mit einer investigativen Haltung an gewisse Themen rangehen. Mhm. Bei mir war das jetzt so in den vergangenen Monaten oder im vergangenen Jahr ein Thema, das aufploppte, ja, dieser Missbrauchsskandal im Piusheim hier, ja, in der Gemeinde Bayern, im Landkreis Ebersberg. Und was ja schon länger her ist. Also das ist das, Anfang des Jahres war das. Ja. Ja, und ja. Ja, wir von der SZ, also das Thema Kirche und Missbrauch im Zusammenhang, diese Vorwürfe, das ist uns sehr wichtig. Mhm. Und das war mir auch persönlich total wichtig und auch aus journalistischer Sicht hochinteressant. Und da habe ich mich dann dran geklemmt und bin dann über Monate dran geblieben und tatsächlich immer weitergekommen. Mhm. Und bin auch jetzt noch dran und es tut sich auch jetzt noch was. Da können wir vielleicht später auch noch gerne drauf eingehen. Auf jeden Fall. Also investigativer Journalismus, also da gibt es ja auch Hollywood-Filme drüber. Ne? Es ist ja, also es hat schon so ein bisschen, ja, hat schon so ein bisschen was Spannendes, ja, wenn man sich das vorstellt. Aber wie sieht die Arbeit aus, wenn man ein investigativer Journalist ist? Also gibt es da gewisse Tagesabläufe? Muss man da total flexibel sein, immer erreichbar? Oder ist es eigentlich doch wie so, ja, sage ich mal, also 9-to-5-Job habe ich ja sowieso nicht, aber also wie so ein geregelter Arbeitsablauf? Also wie muss man sich das vorstellen, Leila? Wie arbeitest du so im Allgemeinen? Also ich wollte ganz kurz noch was der Kubina gesagt hat, ist natürlich total richtig, dass im Prinzip jeder Journalist auch hin und wieder investigativ arbeitet. Ne? Also das ist ganz klar. Ich erkläre jetzt nochmal so ein bisschen auch, wie das Investigativressort der SZ arbeitet, weil ich glaube, da die Frage zieht ja auch ein bisschen dahin, wie da der Tagesablauf ist. Da ist wirklich sehr oft so, dass die haben eben sehr projektbezogen arbeiten, sprich manchmal ist da wirklich rund um die Uhr einfach zu tun. Mhm. Also bei der Ebensaffäre war das zum Beispiel so, dass wir uns wirklich so 3 Wochen lang eingesperrt haben in so ein kleines Kammerl, das wirklich so war, und wo wir wirklich rund um die Uhr drin gesessen sind. Und selbst wenn wir mal dann in der Nacht zu Hause waren, haben wir noch am Handy getippt und uns Sachen zu, also uns Nachrichten geschrieben und so. Insofern, das ist dann sehr intensiv. Da gibt es dann tatsächlich auch nicht so wirklich so Feierabend oder so, weil das Projekt ja irgendwie fertig werden muss, ne, und man eine Deadline und so hat und so schnell wie möglich arbeitet. Und natürlich auch, wenn sich jemand meldet und irgendwie einen Tipp hat für eine Geschichte oder so, dann kann man jetzt auch nicht oft 2 Wochen warten. Dann muss man auch irgendwie schnell ran. Ja. Insofern, manchmal gibt es dann auch Phasen, die sind ruhiger, und manchmal gibt es dann einfach Phasen, wo man wirklich sehr, sehr intensiv ist. Ja. Und also ich habe so immer auch die so ein bisschen im Hinterkopf, dass man eben diese Projekte hat. Also ich stelle mir das so vor, dass dann irgendein Thema ist und das wird dann als Projekt gemacht. Jetzt ist es bei mir, oder das ist ja in ganz vielen Arbeitsbereichen bei uns in der arbeitsteiligen Gesellschaft so. Aber es ist eigentlich dann so, dass gibt es dann auch in diesem Projekt irgendeinen Chef, also irgendeinen... Ich weiß nicht, also ich kann mir das bei den Journalisten, das Journalisten sind ja irgendwo auch Freigeister, ja, und dann denke ich mir, okay, das ist so, aber dann müssen sie sich ja doch in irgendeine Struktur einordnen, weil das Ding muss fertig werden, man hat einen Lieferdruck, ja, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Wie läuft das dann? Wird dann einer zum informellen Führer oder wird es von oben bestimmt oder wie? In den Teams ist es eigentlich schon recht niederschwellig, die Hierarchie, würde ich sagen. Also da arbeitet man schon auf Augenhöhe. Ja. Aber klar, es gibt natürlich Ressortleiter, die sind dann schon ein bisschen mehr diejenigen, die also sagen, wo es lang geht oder wie man auch gewisse oder zuteilen, einfach auch wer was machen soll. Ja, und so. Ja. Ein bisschen Struktur drin bleibt. Und natürlich gibt es ja auch noch den Chefredakteur, die Nachrichtenchefs insofern. Okay. Also die SZ ist schon noch im hierarchischen Laden. Also da läuft schon alles sehr strukturiert. Okay. Und bei dir ist das ähnlich, ne? Also im Team flache Hierarchien und dann gibt es dann schon irgendwo Leute, die sagen, okay, das bringen wir
Oder das bringen wir nicht, oder das wollen wir bringen, das bringen wir später, oder wie? Ja, ist, glaube ich, schon ein bisschen anders als bei Leila. Man muss, also es ist so, man muss sich vorstellen, ich habe, weil du vorher gesagt hast, 3 Wochen zur Ibiza-Affäre eingeschlossen im Kammerl. Wenn ich zusammenrechne, die ganzen Gemeinderäte und Stadtausschüsse und Kreistagssitzungen, auf denen ich war, dann komme ich sicherlich auch auf 3 bis 6 Wochen, wo ich irgendwelchen Räumen wie hier eingeschlossen war. Heute haben wir ja die Tür offen, zum Glück. Ja. Das heißt, was ich damit sagen will, wenn ich so ein Projekt angehe, dann muss ich nebenher meine komplette alltägliche Arbeit trotzdem abliefern. Das ist wichtig für eine Redaktion. Wir sind eine sehr kleine Redaktion in Ebersberg. Da hat jeder Aufgaben, die auch nur er erfüllen kann, weil er halt für den Bereich einer Gemeinde eine bestimmte Expertise hat. Das heißt, es muss geliefert werden. Das ist einfach wichtig für die Zeit. Jeden Tag erscheinen 3 bis 4 Seiten. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist es ein Problem. Und so ist es dann immer eine Abwägung. Wenn ich jetzt sage, ich muss für die Missbrauchsrecherche nach Niedersachsen fahren, was neulich mal der Fall war, muss ich dann mit der Ressortleiterin das halt abstimmen, okay, wann würde das gehen? Geht es überhaupt? Und zum Glück gibt es dann schon immer mal wieder die Möglichkeiten, dass man so Dinge auch machen kann. Und da ist wichtig, dass man ein Team hinter sich hat, die das dann auch mittragen. Und die wuppen das dann halt. Ja. Die wuppen das dann halt, ich bereite da was vor, übernimmt jemand mal was. Ja, ja. Ich habe zum Beispiel mal für eine Seite 3 was recherchiert, da ist dann ein Kollege für mich in Markt Schwabener Gemeinderat gegangen, was wirklich nicht dankbar ist. Also da komme ich auf mindestens 2 Wochen. Okay. Also ja, und das ist wichtig, und da muss man halt dann einfach so ein bisschen schauen, dass das passt. Okay. Ja. Ja. So. Und wie ist das, wie kommt man eigentlich auf die Themen? Wie fährt man da seine Antennen aus? Gibt es, ja, ich sag jetzt mal wieder so einen reißerischen Begriff, gibt es Informanten aus der Szene, oder wie läuft das, Leila? Also wie, meine Ibiza-Affäre, das ist zugespielt worden, ja, also war, denke ich, recht easy, aber so, vielleicht gibt's auch, also wie man einfach so auf die Themen kommt, was gerade so interessant sein könnte für die Leser. Das ist so eine Mischung. Also in der Politik ist natürlich sehr viel tagesaktuell, insofern ist das klar. Dann bei so größeren Recherchen, also manchmal ist es eben, jemand spielt was zu, jemand meldet sich, man liest etwas in einer anderen Zeit, in einem Magazin, denkt sich, hey, das ist spannend, da könnte man auch mal in die Richtung recherchieren. Oder einfach auch natürlich, man hat, wenn man sich für ein Themengebiet, also wenn man ein Themengebiet beackert, hat man natürlich dann auch Kontakte und kennt Leute, und wenn man mit denen kommt, also auch im Gespräch bleibt und so, dann ergeben sich dann natürlich auch Geschichten. Ne? Also vor allem, das ist ja sehr oft auch wichtig, so Nachrichten kommen rein und dann schaut man mal so, okay, ist das jetzt wirklich so, wie einfach auch so über die Agentur gekommen ist, oder sollte man nicht vielleicht auch mal übergucken, was jetzt genau dahinter steht? Und das ist ja auch so, wo es oft dann die Zeit auch heutzutage zu knapp ist, aber wo es ja eigentlich dann die interessanten Geschichten sind. Also man begegnet halt auch mal in Ruhe schauen kann, was da dahinter steht. Bei dir, Corbinian, man lebt hier, man weiß es, oder wie? Ich lebe tatsächlich nicht hier im Landkreis Ebersberg, ich lebe in München. Okay. Was aber teilweise gar nicht so schlecht ist, wenn man so ein bisschen die Distanz auch noch hat, weil in der Gemeinde zu wohnen, über die man dann jeden Tag schreibt, stelle ich mir auch nicht immer ganz einfach vor. Ja. Vielleicht probieren wir es wirklich anhand dieses großen Themas, an dem ich gerade dran bin. Wie kommt man da drauf? In dem Fall war es, ich meine, es gibt viele verschiedene Wege, wie man an Themen kommt. In dem Fall war es so, dass es in München eine Gerichtsverhandlung gab. Das war im Anfang April dieses Jahres. Und da war ein Mann vor Gericht gestanden wegen Kindesmissbrauch in 600 oder 700 Fällen. Da wurden natürlich einige Gerichtsreporter aufmerksam auf diese Anklage und saßen dann im Gerichtssaal. Aufgrund seiner Straftaten. Und er hat dann aber in seiner Aussage erklärt, dass er selbst als Kind missbraucht worden sei, und zwar unter anderem. Und dann fiel eben dieses Piusheim in der Gemeinde Bayern im Landkreis Ebersberg, worauf nicht ich, sondern eine Kollegin von mir von der dpa, ich war leider nicht dabei im Gerichtssaal, sonst wäre ich natürlich auch hellhörig geworden in diesem Gebiet, bei diesem wichtigen Thema, worauf eine Reporterin der dpa sich des Themas annahm und eine Riesenrecherche schon mal begonnen hatte und quasi diese Vorwürfe mit Hinweisen untermauert hat.
Aber als ich das dann am nächsten Tag im Bayern-Teil der SZ gesehen habe, habe ich mir gedacht, ist wieder was durch die Lappen gegangen. War die DPA schneller? Das kennt die Leila bestimmt auch. Mei, das gibt es mal. Ja. Man ist nicht immer der Erste, wie bei der Ibiza-Affäre. Man hat nicht immer das Glück. Und ich habe mir dann aber gedacht, okay, so viele offene Fragen. Ja, was ist passiert und warum? Ja, warum die für mich entscheidende, motivierende Frage des Journalismus. Das Ganze erstmal verstehen, ja, verstehen statt verurteilen, auch so ein Grundsatz, der mir irgendwie wichtig ist. Und dann habe ich mich dran gemacht und ja, ich habe hier tatsächlich mal den Gang der Recherche so ein bisschen nochmal nachvollzogen und mir nochmal notiert, wenn es interessiert. Dann ja klar, kann noch mal logisch, ganz kurz. Es ist ja ein Werkstattgespräch und genau. Wir wollen ja sozusagen jetzt als Bildung, der Bildungsauftrag wäre heute hier zu zeigen, wie funktioniert diese Art von Journalismus? Genau. Deswegen. Also man muss natürlich bei einer seine Recherche und seine Quellen natürlich schützen. Das ist das oberste Gebot. Aber so grob kann ich das hier mal skizzieren, wie das dann ablaufen kann. Ja, klar. Es läuft ja immer wieder anders ab. Man tastet sich halt dann da so langsam vor. Also ich habe nochmal nachgeguckt. Es ging weiter. Ich habe erst mit dem Bürgermeister gesprochen, als Lokaljournalist. Das ist immer so, ja, das macht man halt mal. Und dann bin ich über ihn auf alte Zeitungsberichte, unter anderem im Spiegel, gestoßen, die dann hervorbrachten, dass in diesem Piusheim Studenten schon in den 60er Jahren die Leute rausgeholt haben, weil es denen dort zu schlecht ging. Also es war damals schon bekannt, wusste aber heute eben niemand mehr. Man muss vielleicht sagen, das Piusheim, genau. Was war das damals? Also das Piusheim war damals eine Erziehungsanstalt und die katholische Kirche war dafür verantwortlich, also ein Träger der katholischen Kirche. In der Berichterstattung kam raus, dass dort eben Schüler über mehrere Jahre, womöglich auch über Jahrzehnte, im Moment schaut es wirklich aus, dass es sich eher um Jahrzehnte handelt, misshandelt, vergewaltigt und auch prostituiert wurden. Genau darum geht es bei dem Thema. Das ist natürlich wichtig für diejenigen, die das jetzt nicht so verfolgt haben. Ja, und dann hatte ich das langsam so, dann kam der nächste Artikel, wo Informationen drin standen. Dann haben Leser sich gemeldet, die auch was dazu beitragen konnten. Dann hat sich jemand gemeldet, der die ganzen Akten der Schüler vor etwa 10, 15 Jahren digitalisiert hat und Einblick in diese Akten gehabt hat, der dann auch vieles bestätigt hat. Und so ging das, bis ich irgendwann an die Telefonnummer kam des früheren Landwirtschaftsministers, wir haben zu viel mit Politikern zu tun, ja. Der Leiter der früheren Landwirtschaftsschule, der hat mir dann den Namen des damaligen Ausbildungsleiters gesagt, der auch noch lebte tatsächlich, Ausbildungs- und Erziehungsleiter. Und der Erziehungsleiter zu dieser Zeit, als diese Vorwürfe spielten, war natürlich eine sehr relevante Person. Und der hat mich dann zu sich eingeladen und so entstanden die nächsten beiden Geschichten und und jetzt das nächste ist dann eben in Niedersachsen. Das geht jetzt nochmal in Dimensionen, das mag man sich gar nicht vorstellen. Das war eine sehr komplizierte Recherche da oben, aber das ist wichtig und auch interessant als Journalist natürlich. Okay, kommen wir zurück zur Ibiza-Affäre. Ja. Das war natürlich ein Knüller, oder? Also ich meine, wie kam die Info dann zu euch und was habt ihr in den 3 Wochen da gemacht, wo ihr euch ins Kammerlein gesperrt habt? Das wäre jetzt schon mal interessant. Ja, also tatsächlich ging das auch gar nicht so schnell. Also Frederik Obermeier haben die erste Info gekriegt, 1 Jahr vor Veröffentlichung. Da haben sie das erste Mal überhaupt davon gehört, dass es da ein Video geben könnte und so. Und dann wurden die auch in einem Hotelzimmer zitiert mit der Quelle und haben die ersten Ausschnitte gesehen. Und dann ist ja monatelang nichts passiert. Also das war wirklich auch so ein sehr langer Prozess, bis die Quelle Vertrauen hatte, dann auch das Video zu übergeben. Hast du gesagt, ein Jahr? Ein Jahr hat das gedauert? Also man hat fast ein Jahr gedauert. Okay. Also von der ersten Kontaktaufnahme bis tatsächlich dann zur Übergabe von dem Video. Und auch diese Übergabe ist ja, das ist ja auch schon mehrfach berichtet worden, aber ich skizziere es nochmal kurz. Es war ja auch so in einem verlassenen Hotel irgendwo in Deutschland. Also alles war sehr, sehr, sehr viel Aufwand und ein bisschen hört sich es ja auch so an wie so ein Agentenfilm tatsächlich. Ne? Ja. War natürlich auch, wie wir da
Wir durften niemandem was erzählen davon. Das Gute wusste nur die Chefredaktion davon, weil es eben natürlich auch um die Regierung des Nachbarstaates ging und wie man das zum ersten Mal dann gesehen hat. Also ich war da in der SZ eben in diesem abgesperrten Kammer und habe dann zum ersten Mal diese Bilder gesehen und zuerst auch nur die Tonaufnahmen. Und natürlich glaubt man es dann zuerst einmal nicht, wenn man das zum ersten Mal sieht und hört. Und auch ich als Österreicherin natürlich, ich kenne die Figuren natürlich sehr gut, die da auf dem Video waren. Ich habe mich auch davor sehr viel schon mit Hans-Christian Strache beschäftigt, auch so mit seiner Vergangenheit in der Neonazi-Szene und so, habe da recherchiert. Insofern, ich kannte das alles, aber so ein Video habe ich natürlich nicht erwartet Ja. gehabt. Ne? Und dann sitzt man dann in diesem Kammerl, also da waren wir eben zu fünf da drinnen auf so 10 Quadratmetern. Das ist auch so eine Milchglastür, damit ja niemand von draußen da irgendwo sehen könnte. Die Putzfrau darf auch nicht rein, also das ist dann, hat auch dementsprechend ausgesehen nach ein paar Tagen. Genau, und dann saßen wir dann da drin und haben das erst einmal abgetippt. Ne? Also zuerst mussten wir einfach mal das ganze Material scannen, anschauen, was wird da tatsächlich gesagt, was ist problematisch, was ist möglicherweise irgendwie auch sogar illegal, was da vorgeschlagen wird. Und dann fangen eben diese ganzen Nebenprozesse auch an. Man muss verifizieren, waren die wirklich zu dem Zeitpunkt auf Ibiza. Dann haben wir das auch an, haben wir auch Gutachten eingeholt, ob das Video wirklich kein Fake ist, ne? Ob das nicht irgendwo geschnitten Ja. wurde, ob da nicht irgendwas manipuliert wurde, ob Könnte das ja wirklich. heute durchaus sein, ja? Also technisch gibt es ja Natürlich heute ist eine. alles möglich Ja. und man glaubt bei so einem Video natürlich auch eigentlich, dass es Fake ist, weil, also. Irgendwie das Szenario war schon sehr seltsam auch, ne? Also die sind da Oligarchen nicht in so einer Villa auf Ibiza und Red Bull und sowas. Das war schon, hat schon so gewirkt, fast als wäre es gestellt. Insofern waren wir schon sehr vorsichtig. Und wichtig war auch so ein Gutachten zu haben, wirklich auch, sind das wirklich Strache und Johann Budenus, also das war damals sein FPÖ-Kollege, sind das wirklich auch diese zwei Figuren, also sind das wirklich diese zwei Politiker und nicht irgendwelche Schauspieler zum Ja, Beispiel. Ne? ja. Und da gab es dann eben ein Ohrengutachten, weil wie wir gelernt haben in der Recherche, ist ein Ohr so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Und insofern, man hat anhand dieses Ohrs dann in dem Video von Strache und anderen Archivaufnahmen von Strache dann zu 99,9% feststellen können, dass es wirklich Heinz Christian Strache ist auf dem Video. Okay, gut. Und Und da so haben wir das verifiziert. Genau. okay, und vielleicht noch eine Frage. 3 Wochen da drin und dann, was kam danach? Also ihr habt das Material analysiert und dann ging es wohin, dieses Material? Also wir haben das Material eben analysiert, wir haben das komplett transkribiert, das sind ja 6 Stunden. Das hat eben am meisten Zeit beansprucht. Da waren auch dann meine Wienerisch Kenntnisse sehr wichtig, weil die Kollegen nicht alles verstanden haben, was da auch gesprochen wurde auf dem Video. Also ich habe mir dann auch alles nochmal extra anhören können, wo meine Kollegen geschrieben haben, so unverständlich, unverständlich, unverständlich. Ich dachte, okay, anhören, schauen, was die sagen. Und der Stach hat natürlich auch mit so Namen um sich geworfen, die man jetzt nicht unbedingt kennt, wenn Ja. man sich damit nicht beschäftigt. Ja, Also ja. irgendwelche anderen Politiker, irgendwelche Hotels in Wien etc. Okay. Und wir haben aber bis zum Schluss, eigentlich bis so 2, 3 Tage davor, haben wir immer diesen Restzweifel gehabt, ist das jetzt wirklich, ist das jetzt wirklich wahr? Ist das wirklich so passiert oder ist das vielleicht auch eine Falle für uns? Ja? Also vielleicht also will die FPÖ auch die Qualitätspresse vorführen. Also es waren das so Zweifel Ja. auch bis zuletzt. Und das hat sich eigentlich erst ausgeräumt, wie wir dann natürlich auch konfrontiert haben mit der Vorwürfe. Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Part auch von der investigativen Recherchen, dass die Vorwürfe natürlich mehrfach gecheckt sein müssen und dass man natürlich auch der Person dann die Möglichkeit geben muss, Stellung zu beziehen. Ne? Und dann, das war so 3 Tage vor Veröffentlichung, haben wir das gemacht. 3 oder 2 Tage, war das ganz knapp. Und da haben wir eine WhatsApp geschrieben an Strache und an Budenus, weil wir eben gehört haben aus Wien, also von Leuten, die die gut kennen, dass WhatsApp ist das beste Mittel, um Heinz-Christian Strache zu erreichen, weil das schaltet sich immer an. Und dann haben wir eben neben der E-Mail, die wir natürlich auch mit den ganzen Fragen und so geschickt haben, haben wir eine WhatsApp geschickt, wo eben alles aufgeschlüsselt war. So stimmt das, dass sie da sind zu dem Zeitpunkt, bla bla bla. Ja, Also, ja. und das war sehr spannend, weil das haben wir dann hingeschickt und dann siehst du ja so die Häkchen
Also zuerst so die grauen Häkchen, die zwei, okay, ist angekommen, und dann blau. Und dann, ach, okay, er hat es bekommen. Das war so auch so ein Moment, okay, jetzt warten wir mal. Und dann kam, glaube ich, so ein paar Stunden später kam dann die Stellungnahme von Strache, wo er auch das ganze Treffen bestätigt und halt als feuchtfröhlichen Abend abgetan hat. Okay. Und dann wussten wir, okay, jetzt können wir rausgehen, das Treffen hat stattgefunden. Er sagt nicht einmal, dass es irgendwie nicht gewesen ist oder so, sondern Okay. bestätigt es auch. Okay. Das war der letzte Punkt. 3 Wochen im Kammerl, dann dieser Erfolg. Da ist man natürlich als Journalistin dann natürlich schon ja, happy, weiß ich nicht, aber es ist schon, denke ich mal, ein Erfolgserlebnis. Und vielleicht passt da gerade Hallo Patricia, die hat uns eine Frage gestellt im Live-Chat. Wenn man als Journalist so mit einer neuen großen Story beschäftigt ist, nimmt man das dann mit nach Hause oder kann man das Private und Berufliche gut trennen? An euch beide natürlich die Frage jetzt, ne? Corbina, magst du anfangen oder? Ich kann anfangen. Im Moment ist es schwierig, das Private und Berufliche, sag ich mal, räumlich zu trennen, weil wir von der SZ fast ausschließlich im Moment aufs Homeoffice verwiesen werden. Also wir arbeiten fast alle von zu Hause, Leila auch, nehme ich an. Ja, das Ja, bin ja, ich in Wien. ja. Genau. Genau. Und das heißt, die Arbeitszeiten, ja, es verschiebt sich alles so ein Ja. bisschen. Also man ist irgendwie gefühlt auch abends dann gerade bei so einer und gerade bei so einer großen Recherche, wo dann irgendwie Erscheinungstag meistens dann für so Dinge sind Montag. Ja. Ibiza war, glaube ich, Montag. Meine Piusheim-Geschichte war auch am Montag. Und dann läuft bundesweit groß in der Zeitung mit. Ja, man nimmt sowas natürlich dann gerade jetzt in diesen Zeiten nimmt man das schon auch mit. Und man muss aber natürlich irgendwie versuchen, dann irgendwann auch mal sagen, so jetzt klappt mal Abschalten. den Laptop zu. Das ist in anderen Berufen ähnlich. Und dann, wenn man das einige Jahre gemacht hat, würde ich mal behaupten, ich bin gespannt, was Leila gleich sagt, dann kriegt man das irgendwann schon ganz gut hin, dass man das Thema dann abhakt, sich einen Krimi nimmt oder sich irgendwas anschaut Nein, kein Krimi. oder auf den Berg geht oder zum Skifahren geht. Ich hoffe, Ja. wir haben jetzt dann wieder einen Schnee. Genau, also das ist mir am Anfang tatsächlich nicht so ganz einfach gefallen. Deswegen ist die Frage, finde ich, durchaus interessant. Ja. Aber man lernt damit umzugehen. Ja. Okay. Und die Leila, was meint die? Ja, das kommt sehr auf die Geschichte an. Also bei so normalen Geschichten kann man sich, glaube ich, schon ganz gut abgrenzen, auch wenn wir jetzt tatsächlich alle im Homeoffice sind und das dann schon ein bisschen schwieriger geworden ist dadurch. Bei Ibiza war es schon so, oder generell so bei so größeren Sachen, die ich gemacht habe, dass man natürlich dadurch, dass da auch so ein bisschen ein Stress und ein Druck da ist, dass man da das schon mit nach Hause auch nimmt. In dem Fall war es auch so, ich durfte ja eigentlich niemandem davon erzählen, das war schon sehr hart. Also mein Mann hat dann so ein bisschen was erzählt bekommen, pst, aber ganz ein bisschen. Und ich weiß auch noch, dass meine Mutter dann, wie das rausgekommen ist, hat sie dann, glaube ich, die erste, die mich angerufen hat und gemeint, wie konntest du das für dich behalten? Das war sehr, sehr. Aber es ist schon schwierig. Ja. Also ich glaube, wir haben auch alle 5, die wir da das recherchiert haben, am Ende auch von Strache geträumt und von dem Video. Weil klar, das Gehirn beschäftigt sich den ganzen Tag damit und verarbeitet das dann natürlich auch im Traum. Okay, ich schaue gerade mal, da ist noch eine Frage reingekommen. Ah ja, das ist vielleicht auch noch interessant. Die Bettina Lerchenmüller, hallo, hat geschrieben, und wie groß ist die Gefahr, dass man sich so in eine Story vergräbt, dass nichts anderes mehr zählt? Also sozusagen, ja, wie groß seht ihr die Gefahr? Würde ich jetzt Leila mal den Vortritt lassen, die hat schon Okay. die größeren Geschichten gemacht. Aber ich bin da eigentlich, also dass nichts anderes mehr zählt, das so war ich eigentlich. Ich glaube, das ist eine Mentalitätssache. Also ich kenne schon Kollegen, die dann auch wirklich nichts anderes machen und auch Familie und so ganz zweitrangig, aber das ist bei mir jetzt nicht so der Fall. Also ich versuche schon auch nicht nur die Arbeit irgendwie von, also die Arbeit immer nur als erstes zu sehen. Gut, ich meine, das ist ja potenziell ist es ja,
ja, in vielen Berufen möglich. Ich sage jetzt nicht in jedem Beruf, aber jetzt komme ich vielleicht mal, dass wir das nicht vergessen, auf die Thematik Internet beziehungsweise auf die neuen Medien zu sprechen. Mhm. Das ist natürlich so eine Sache, die ist natürlich schon gefährlich. Ne? Ich meine, ihr habt es schon angesprochen beide, ihr seid im Homeoffice, aber wir sind ja auch hier alle mit diesen Dingern hier bewaffnet und man ist quasi immer erreichbar. Also man sendet selbst Nachrichten aus und empfängt dauernd Nachrichten. Also es hat schon nochmal eine andere Qualität erhalten. Also ich sage mal so, der Journalist, der Investigative vor 50 Jahren, ich denke da so jetzt zum Beispiel an Peter Scholl-Latour oder so Leute, die konnten sich dann vielleicht doch einfach mal mit einer Whiskyflasche, was er immer so schön beschrieben hat, in die Hotelbadewanne legen und dort mal schlafen, ja, weil er war ja Kriegsberichterstatter und wenn geschossen wurde, haben die sich ja immer in die Badewanne gelegt, ne, damit sie da einigermaßen sicher waren. Aber so dieses Abschalten wird immer schwieriger. Ne? Also, und ich denke, in einem Journalismusberuf ist das ja noch schlimmer. Oder ist es nicht anders wie in anderen Berufen oder wie für andere Menschen? Nee, es ist schon richtig. Ja. Es geht in der Früh los. Ja. Ich stelle in der Früh den ersten Text online, dann geht es mittags weiter. Man muss auch immer die Nachrichtenlage verfolgen. Das ist in der Politik sicherlich noch deutlich intensiver als im Lokalen. Und man muss wirklich aufpassen, dass dieses Ding nicht zu sehr überhand nimmt. Ja. Also dann hast du dort deine zwei Laptops stehen und deine zwei Bildschirme. Und es ist, ich bin ein großer Fan davon, das Büro zu verlassen. Und das Schöne am Lokaljournalismus ist, dass man das auch gut kann. Und man muss es nicht nur verlassen, um sich in ein Rathaus zu setzen und zuzuhören, sondern man kann in Wälder, man kann auf Berge gehen, man kann zu den Menschen hingehen. Mhm. Und weil du vorher gefragt hast, oder weil die Frage aufkam, was sind so Geschichten, die einen nicht mehr loslassen? Ich glaube, oder die einen schwer loslassen, es hängt tatsächlich nicht nur von der Dimension von Geschichten ab, sondern auch von der Thematik und vielleicht auch von der Dramatik einer Geschichte. Mhm. Also ich habe, und das hat man im Lokalen schon oft, sehr oft menschliche Schicksale, mit denen man zu tun hat, sei es in der Asylpolitik oder sei es jetzt im Missbrauchsskandal. Also wenn dir da ein Mann erzählt, wie er Jahre oder Jahrzehnte lang systematisch vergewaltigt wurde, dann ist es für dich, dann bist du in dem Moment, du bist einfach nicht nur Reporter, du bist auch Mensch. Ja, klar. Und wenn du dann 4 Stunden mit dem zusammengesessen bist, dann ist es echt heftig. Mhm. Und es ist nicht alltäglich und das ist man nicht gewöhnt. Und Wahnsinn. Da muss man dann auch selber damit klarkommen. Und das geht nicht nur mir so, ich unterhalte mich auch mit anderen Journalisten. Das ist auch Teil des Berufs. Mhm. Und wie ist es, also wenn du sagst Teil des Berufs, ich meine, es gibt ja viele Berufe, die mit schwierigen oder schwierigsten Situationen konfrontiert sind, also Pfleger, Rettungskräfte und so. Und da ist es ja institutionalisiert schon, dass es dann eine Hilfe gibt, wenn man mal eben das nicht mehr aushält. Ist das im Journalismus auch so oder muss man da ganz allein mit klarkommen? Also ich sage jetzt zum Beispiel mal so, ja, seelsorgerische Hilfe oder so irgendwas oder Beratung oder Coaching oder gibt es bei euch da sowas oder nö oder eher nicht? Ich wüsste es eigentlich jetzt nicht, oder? Hm. Gibt es sowas bei uns? Ich wüsste es auch nicht, was auch daran liegt, dass es mir bis jetzt immer gelungen ist, dass ich damit fertig wäre. Ja? Okay. Und man muss auch dann vielleicht nochmal sagen, weil du Pfleger und diese Berufe ansprichst und ein Arzt, der tagtäglich anders, mit Leben und Tod, ist nochmal ganz was anderes. Ja, aber der ist natürlich gewöhnt, ja, ich nicht, ja, sagen wir mal. Da muss man natürlich schon differenzieren. Aber ich kenne jetzt keine Stelle, wo man sich hinwenden kann, aber die würde es wahrscheinlich geben, denke ich mal. Mhm. Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Ja. Was ich schon gemerkt habe, also ich bin jetzt seit 9 Jahren Politikjournalistin, man stumpft schon ein bisschen ab. Also man muss ja auch irgendwie lernen, damit umzugehen. Also auch allein wie viele Terroranschläge und Amokläufe und so ich schon gehört habe. Also insofern, man kann nicht immer mit voller Emotion da drin sein, weil sonst wird man auch, das ist auch sehr schwierig dann. Also zum Beispiel letzte Woche war ja ein Terroranschlag in Wien und ich war halt hier und
Und das hilft die Arbeit ist auch tatsächlich, sich zu fokussieren und irgendwie sich abzugrenzen, weil sonst wird man schon sehr, also schon sind es schon sehr belastend auch teilweise. Weil auch jeden Tag sehr oft schlimme Sachen passieren, die man berichten muss, irgendwo Krieg, irgendwo Anschlag. Und ich glaube schon, dass man mit der Zeit da auch einfach leider abstumpft, aber auch weil man es irgendwie muss. Aber das ist vielleicht auch, weil du gerade sagst, man stumpft ab. Also ich stelle jetzt an mir fest, vielleicht mal ganz kurz, wirklich nur ganz kurz das Thema Corona. Also es ist ja wirklich so, dass man es gar nicht mehr hören kann. Ne? Also das hat jetzt gar nicht mehr vielleicht was zu tun mit dem Thema an sich, sondern mit der Kadenz, mit der wir beschossen werden. Also ich habe mir ganz fest vorgenommen, ich meine unsere Techniker, erstmal ans Publikum draußen, die Jungs, heute sind es nur Jungs, deswegen ist das jetzt sprachlich korrekt. Danke an euch alle, dass ihr das hier möglich macht, dass wir hier ins Internet übertragen werden können. Also die sind auch unsere Handy-Coaches für Senioren. Jetzt bin ich noch kein Senior, aber es ist einfach easy. Ich werde die einfach mal fragen, dass sie mir diesen ganzen Nachrichten-Schrott hier mal ein bisschen entzerren, weil das ist nicht mehr auszuhalten. Und da sehe ich halt auch eine Gefahr in den modernen Medien. Man wird so beschossen mit Nachrichten, dass sie einem irgendwann vielleicht egal werden. Oder, also mir kommt's langsam so vor. Also ich kann zum Beispiel die täglichen RKI-Meldungen nicht mehr hören. Also bei uns, das Robert-Koch-Institut meldet uns ja, ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich heißt, gibt es wahrscheinlich auch eins, das meldet uns ja täglich unsere Infektionszahlen und weitere Dinge. Und ich, das, also man mag es wirklich nicht mehr hören. Also Frage, wie seht ihr das? Die neuen Medien, Journalisten stumpfen ab, durch ihren Beruf vielleicht ein bisschen, müssen das auch ein bisschen, hast du gesagt, Leila, aber stumpfen wir als Medien Konsumenten auch ab durch die hohe Frequenz der Nachrichten, die es heutzutage gibt? Ich denke schon. Also ich glaube, Corona ist jetzt schon so ein Beispiel, wo auch selber, und damit man als Person irgendwie diese, also es ist halt schon sehr viel an schrecklichen Nachrichten jeden Tag und jetzt auch wenn die Zahlen wieder steigen. Also ich glaube, da gibt es schon sehr viele Menschen, die weniger Medien extra konsumieren, um einfach auch auch eben da die Möglichkeit haben zu haben, nicht verrückt zu werden, sage ich jetzt mal, oder halt jetzt auch irgendwie nicht irgendwie vielleicht auch ein bisschen depressiv oder ich weiß nicht, da gibt es ja auch so, also viele Menschen können ja auch nicht so gut damit umgehen mit diesen ganzen Nachrichten und kriegen dann Angst oder sonst irgendwas. Insofern glaube ich schon, ist der Effekt schon da, dass man irgendwie versucht, weniger Medien zu konsumieren, gelassener auch zu sein und auch um sich selber auch ein bisschen zu schützen. Das ist sicher so. Also ich glaube auch, also ich kenne auch, also ich glaube bei Jüngeren ist es ja auch sehr oft so, dass die ja gar nicht mehr auch konkret auf Nachrichtenseiten schauen, also jetzt nicht nur bei Corona, sondern generell, sondern auch darauf warten, dass die Nachrichten sie selber halt finden. Also mein kleiner Bruder zum Beispiel hat mir mal erklärt, so wenn es nicht genug ist, sieht er es ja auf Facebook oder wird es ihm ja zugeschickt. Also der schaut gar nicht täglich auf Seiten. Ne? Okay, das ja. Ich finde mich ja schon ganz hart, aber ja. Ja gut, aber ich muss an mir selbst feststellen, also ich bin begeisterter Zeitungsleser eigentlich. Ja? Also egal was, ja, also ich mache es nicht mehr. Also gerade im Moment habe ich sowieso wenig Zeit, weil wir gerade im Moment in diesen komischen Zeiten leben. Aber man geht, also ich, sogar ich, ja, der eigentlich ein Leser bin, man geht immer weiter weg von der Tageszeitung, also natürlich hier immer noch, ja, aber das Zeitunglesen an sich wird ja weniger. Und das ist, denke ich, aber eine Form, die wirklich intensiv ist, die wirklich eine intensive Form des das über irgendwelche Themen nachdenken. Du sagtest vorhin, Seite 3, SZ, die liebe ich. Ja? Also stehen manchmal auch ekelhafte Sachen drin, es hängt halt vom Thema ab. Ja? Ja. Aber die Seite ist mega. Ja? Und das ist für mich, ist die Seite 3 in der SZ, ist für mich, das ist für mich Journalismus. Ja? So, wenn ich jemandem erklären müsste, wie sieht denn Journalismus aus, dann wäre es das. Da ist auch mal was drin, was ich sage, okay, ne? Meist nicht so prickelnd, aber vom Niveau her, ja? Das ist Journalismus. Aber kommt man eigentlich noch dazu, das zu rezipieren heutzutage, wenn man so zugeschossen wird? Wir haben vorher das Thema Abstumpfen gehabt. Ja. Und ja, also mir geht es auch so, ich stumpfe auch sicherlich immer mehr ab, aber ich glaube, man muss total aufpassen, dass man das als Journalist nicht tut. Weil genau dann können solche, du hast gerade die Seite 3 angesprochen, solche Seiten, solche tollen Texte nicht mehr entstehen, weil wenn du nicht mehr die Empathie hast, dass du auf Menschen zugehst als Journalist, und das hat Leila sicher auch oft erlebt, dass die Menschen dir vertrauen, dass sie irgendwie das Gefühl haben, hey, bei dem oder bei der bin ich jetzt
in guten Händen, der will mir nichts Böses, der ja, will, also dass man an die Leute rankommt, dass man diese Porträts nah am Menschen, dass man die erzählen kann. Dazu darf man nicht zu sehr abstumpfen, weil sonst kauft einem irgendwann das Menschsein nicht mehr ab. Und das ist in dem Moment als Reporter auch total wichtig. Also besonders im Lokalen ist es total wichtig. Und auf der anderen Seite, ich kann dich total verstehen, dass du sagst, diese ganzen Corona-Nachrichten, die ich schaue es mir nicht mehr an. Ja, es ist einfach aber, belastet. Wenn wir dann ins Internet gehen, ich habe, wie gesagt, ich betreue unsere Website und ich kenne die Klickzahlen und die Top 10, da sind 9 von den, also die Top 10 Artikel der letzten 2 Wochen sind dann 9 Corona-Geschichten. Das ist schon das, was die Leute im Internet interessiert. Ja. Der Reader-Scan in der Zeitung ist wesentlich komplizierter, da kann ich es nicht sagen, wie es bei den Zeitungslesern ist, aber was stimmt ist, dass wir an Print-Zeitungslesern natürlich tendenziell immer ein bisschen mehr verlieren. Ja, also ich bin ja auch unter anderem berufsbedingt bei Facebook, weil wir da auch präsent sind und das ist schon ein gefährliches Pflaster, dieses Facebook, muss man schon sagen. Ja. Aber mir ist heute aufgefallen, es kam wieder Corona-Zahlen, Landkreis, Corona, das Corona ist doof, Corona gibt's nicht und alles diese Sachen. Und dann kam eine klitzekleine Meldung, heute ist Weltkrebstag. Also, ich sage mal, diese ganzen anderen Themen, die uns immer so viel beschäftigt haben, die auch die Journalisten so viel beschäftigt haben, ich könnte jetzt alles Mögliche aufzählen, Kriege, Hungersnöte, weiß ich nicht. Das ist alles in den Hintergrund gerückt, weil Corona natürlich jetzt alles überlagert, aber es kommt natürlich auch durch die Quantität der Nachrichten. Aber jetzt mal was ganz anderes. Seid ihr als Journalisten schon einmal ins Fadenkreuz von Leuten geraten, über die ihr berichtet? Also habt ihr schon mal sozusagen mit euren, wie sagt man da eigentlich, Fällen? Nee, Gegenständen, ich weiß es nicht, oder mit euren, also mit den Leuten, die in euren Stories vorkommen oder in euren Recherchen vorkommen, seid ihr schon mal mit denen aneinander geraten? Haben die euch schon mal bedroht, angezeigt? Leila, wie war das bei dir? Oder ich habe schon sehr viel im rechten Milieu recherchiert, insofern das ist schon schwierig. Ja. Also da ist auch natürlich wichtig, dass man einerseits auch da objektiv und auch fair bleibt. Also vor allem, wenn man jetzt, also ich habe es ja auch im AfD-Milieu zum Beispiel mit AfD-Wählerinnen sehr viel auch, also sehr viel gesprochen und für eine Geschichte. Und da ist es schon natürlich so, dass man ein bisschen auch aufpassen muss. Ne? Mhm. Also jetzt bei denen, einerseits, dass man auch denen fair gegenüber bleibt und so, dass man die jetzt nicht so also irgendwie jetzt auch in einer Geschichte irgendwie in eine bestimmte Ecke oder so drängt, sondern dass man einfach schreibt, wie es ist, mit allen Facetten, wie es sind, das kann ich schwarz-weiß, solche Sachen. Ne? Und dann natürlich ist es auch schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt über die FPÖ oder ich habe auch beim Front National, in Paris war ich auch und so, dass man da natürlich dann auch, ich habe auch einen arabischen Namen, insofern ist alles ein bisschen heikel. Und das auch bei diesen ganzen Stachelrecherchen war es ja schon so, dass wir mehrfach angezeigt wurden, ja, dass wir auch Hass-E-Mails bekommen haben natürlich und das ist deshalb ist es auch immer gut bei solchen Dingen, wenn man da im Team arbeitet und so ein bisschen Verantwortung auch aufteilen kann. Mhm, okay. Und Corby, wie war das bei dir? Ich habe keinen arabischen Namen. Nein. Mein Vorname ist irisch und ich hatte in meiner Zeit in Eversberg jetzt hier in der Lokalredaktion einmal mit dem Thema Irland zu tun und zwar vor 3 Jahren. Und Thema Fadenkreuz, komme ich dann gleich drauf. Da ging es dann um die identitäre Bewegung, die mir da so ein bisschen ans... Ja, ich erzähle es gleich, man muss aber ein bisschen die Vorgeschichte verstehen, sonst kapiert man das Ganze nicht. Da hat ein Kindergarten in Markt Schwaben hat den St. Patrick's Day gefeiert und es fiel ungefähr auch in die Osterzeit. Und hat eine Zeitung getitelt, dass dieser Kindergarten das Osterfest durch den St. Patrick's Day ersetzen würde. Und das führte dann wirklich bundesweit zu einem Aufschrei. Aber St. Patrick's Day ist doch viel früher eigentlich, oder?
Das war zu dieser Zeit. Ist aufeinander gefallen. Nicht direkt, aber wie es genau war, kann ich jetzt nicht mehr sagen, ehrlich gesagt. Aber es kamen wirklich Sat.1 und RTL und alle waren da und die Bild-Zeitung hat berichtet und die Abendzeitung. Ich bin dann da mal hingefahren und habe mir das angeschaut. Und es war dann letztlich so, dass da ein St. Patrick's Day Plakat hing und diese Kindertagesstätte hat lediglich in ihrer Rubrik andere Kulturen kennenlernen, halt einmal irgendwie grüne Götterspeisen serviert und halt erklärt, wer St. Patrick war. Ja? Also sogar ein katholischer Heiliger. Ja, natürlich. das führte dann dazu, dass diese Debatte sogar bis in den Bayerischen Landtag ging, da wurde eine Stunde lang darüber diskutiert, ob das jetzt rechtens war, was die in diesem Kindergarten gemacht haben oder nicht, also völlig irre, und gipfelte dann darin, dass die identitäre Bewegung Bayern, also die sind ja schon dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen und dürfen auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden, die haben dann diese Kita für eine politische Aktion missbraucht und haben sich dort mit ihren identitären Symbolen inszeniert. Darüber habe ich dann geschrieben und es endete für mich damit, dass sie mich mit Foto und Namen und einem Online-Artikel auf ihrer Website da verlinkt haben und das dann mit Kommentaren versehen. Ich meine, Leila, du hast wahrscheinlich noch viel mehr solcher Dinge zu berichten, aber da wird es einem dann schon so ein bisschen mulmig. Muss jetzt eigentlich nicht sein. Ja. Nie etwas passiert. Es gibt Journalisten, die wurden angegriffen. Das war so das für mich, wo ich sage, da wurde es mal sehr unangenehm. Ja, und was ich jetzt nicht verstanden habe, was wollte die identitäre Bewegung jetzt mit diesem Kindergarten, also was haben die sich davon? Was haben die da gemacht? Ja. Die haben den Kindern Plastik, Ostereier und Osterhasen vor die Kita gelegt, damit die auch was zum Ostern feiern haben, weil ja nur St. Patrick's Day dort gefeiert wurde. Es war völlig absurd, das Ganze. Ich verstehe es jetzt gerade nicht so richtig, aber okay. Es war völlig absurd. Okay, alles klar. Also, und ich habe es einfach nur mal gerade gerückt, wie es eigentlich war. Und dann wirst du da in den Foren halt platt gemacht, verbal. Alles klar. Ja, also die Gefahr ist schon da, aber hoffentlich passiert euch das jetzt nicht mehr, nicht so oft, weil ich würde sowas, also ist schon sehr unangenehm, wenn man sowas hat. Jetzt kommen wir vielleicht mal von euch zu einem Fall, der jetzt nicht so gut war für den investigativen Journalismus, der Fall Relotius. Also nochmal kurz den Zuschauern, die draußen sind, in Erinnerung gerufen. Das war für den Spiegel sehr unangenehm, so möchte ich es mal behaupten. Der Relotius ist ein, kann man ruhig sagen, investigativer Journalist, der auch sehr gefeiert wurde und auch Preise gewonnen hat. Und es hat sich im Endeffekt, ich mache es die Kurzversion, herausgestellt, dass seine Geschichten erfunden sind. Viele. Viele, vor allem die Geschichten, mit denen er große, die wichtigsten Preise gewonnen hat, wo jemand wie ich wahrscheinlich nie die Chance dazu haben wird. Genau, also frei erfunden und jetzt komme ich zu der Frage, Journalismus, wäre der Relotius oder hätte der Relotius die Möglichkeit gehabt, vor 50 Jahren solche Fake News zu erzeugen oder geht das erst in unserem heutigen modernen Zeitalter mit den modernen Medien? Oder hätte das schon früher passieren können? Ich glaube, er hätte das vor 50 Jahren nicht erzeugen können. Ja. Aber er wäre wahrscheinlich auch nie erwischt worden, wenn er es erzeugt hätte. Okay. Wieso? Naja, weil das ja auch die Überprüfung ja viel schwieriger fällt. Also wenn man anschaut, wie der Moreno, also sein Ex-Kollege, der ihm damals hinterher recherchiert hat, wie der da vorgegangen ist, hat es in einem Buch sehr genau beschrieben, dann hat er ja erstmal sämtliche Quellen im Internet anzapfen müssen, um sich überhaupt mal zu diesen Menschen durchzufragen und durchzurecherchieren. Das hat ja Tage und Wochen gedauert und das wäre ohne das Internet, glaube ich, sehr, sehr schwierig geworden. Vielleicht kann man es an einem Beispiel erklären. Es war ja diese eine amerikanische Stadt,
über die der Relotsis da berichtet hat. Und da hat er irgendwelche abstrusen Sachen berichtet, dass in dieser Stadt irgendwelche Missstände sind, die Bevölkerung gegeneinander aufgestachelt ist und dass das so und so ist. Und das hat alles gar nicht gestimmt, weil eben dieser Kollege, den du eben beschrieben hast, hat es nachrecherchiert und war dann dort, genau, und hat mit den Leuten gesprochen, die angeblich dem Relotsis Interviews gegeben haben. Ne? Richtig. So, also ja, das war, und so ist das gekommen. Jetzt muss man natürlich wissen, dass der Spiegel, und der hat sich ja mehrfach in mehreren Ausgaben entschuldigt für diese Sache, ist ja auch klar, ist ja eine Katastrophe für so ein Blatt, logisch, hat ja ein Kontrollsystem eigentlich für solche Dinge. Ja. Also es gibt ja, die weiß es nicht, die Leila kann ja vielleicht auch was sagen dazu, du auch, es gibt ja, nee, bei Leila, bitte. Die Leila wahrscheinlich, es gibt ja große, große Kontrollsysteme innerhalb. Und sie kontrollieren da bei dir, oder was, Colin? Naja, also es gibt ja sozusagen, es werden, die Artikel werden ja geprüft, bevor sie erscheinen. Ja. Wie läuft es? Kurz nochmal, bei Relotsis auch, also was, ich glaube, das stimmt, also ich glaube nicht, dass es das was mit unserer Zeit zu tun hat, dass der, also ich glaube sogar eher, dass es viel schneller, also ich meine, der hat, glaube ich, einfach eine, so was er gemacht hat, dieses Fälschen und so, das ist natürlich, das ist ein, so ein spezieller Fall, das kann immer passieren. Und ich glaube tatsächlich aber, dass sogar das Internet das eher erschwert so etwas, ja. Mhm. Weil auch diese Stadt und diese Menschen da, die heutzutage viel eher auch an diesen Artikel kommen, ja. Es ist natürlich in einer anderen Sprache publiziert worden, hat er ja auch immer sehr darauf geachtet, dass die Menschen, mit denen die er da porträtiert, dass die nicht Deutsch können, weil ja, dann eben viel leichter war. Oder auch, dass die Geschichten nicht ins Internet kommen tatsächlich, ne? Sondern nur gedruckt erscheinen, weil eben dann niemand von den Betroffenen dann überhaupt das bei einer Google-Recherche oder so findet. Ich glaube, sowas ist nämlich heutzutage wirklich schwer, dass wenn du jemanden zitierst, porträtierst, und das ist dann im Internet und man kann sich ja selber googeln und finden, oder irgendjemand anderer stößt drauf, und dass man da wirklich dann nicht, also dass da niemand draufkommt, dann, wenn man irgendwie falsch wiedergegeben wird und so. Ich glaube, sowas ist wahnsinnig schwierig heutzutage. Mhm. Und wegen den Kontrollsystemen bei der SZ, also wir kontrollieren natürlich, also vor allem bei größeren Sachen wird dann sehr viel Fakt gecheckt und so. Und das passiert dann so, also das, also jetzt bei investigativen Geschichten bei größeren, da gibt es eigene Kollegen dann, die jeden einzelnen Fakt, der vorkommt, überprüfen. Mhm. Und natürlich wird auch alles belegen, also im Prinzip schon so, ein Artikel, der halt im Investigativressort recherchiert wird, und der eben auch dann zum Beispiel durch unsere Rechtsabteilung geht. Also ja, wir haben ja auch eine eigene Rechtsabteilung, ziemlicher Luxus und sehr wichtig bei diesen Sachen. Und das schaut im Prinzip aus wie so eine Uni-Arbeit, ne? Mit ganz vielen Fußnoten, wo ja, wirklich alles ist, ne? Und genau. Also das, wir arbeiten, wir schauen da schon sehr akribisch drauf. Aber Relotsis war schon auch so ein Moment, wo, glaube ich, sehr viele Redaktionen hinterfragt haben, ja, wie sie arbeiten und ob sie wirklich genug Kontrollsysteme auch haben. Also ich ja, glaube, insofern war es schon ein wichtiger Moment für andere Redaktionen. Ja. Was man da vielleicht noch dazu sagen muss, Relotsis war ja Auslandsreporter. Ja. Er hat sämtliche Reportagen von weit, weit weg erzählt und er war ein toller Erzähler, aber er war halt offenbar überhaupt kein guter Rechercheur, weil er einfach auch daran gescheitert ist. Er hat ja manche Dinge auch zustande gebracht, aber oft ist er eben gescheitert und hat dann diesen Weg gefunden. Als Lokaljournalist ist es unmöglich. Also ich habe nicht einmal auch nur die Chance hätte ich gehabt, so etwas zu tun, weil ja, sobald du eine Person, sage ich mal, benennst, die sich nicht in diesem, das sind ja teilweise wirklich kleinere Ortschaften, ja, klar, aber kennt jeder jeden, das sind Dörfer, keine Chance. Und dadurch lernt man natürlich sehr gründlich zu arbeiten. Auch wie du jemanden zitierst, mhm, auch ob du etwas von jemandem überhaupt zitierst, weil du mhm, genau weißt, wie das rüberkommen kann. Also da geht es so ein bisschen um die Gratwanderung zwischen dem, was berichte ich, was wäre interessant für die Leute, mhm, aber wen vergraule ich mir damit möglicherweise auch ja, wieder als Quelle. Klar. Diese Gratwanderung hatte der Relotsis nicht und hatte es dadurch natürlich als Fälscher deutlich einfacher. Wenn er das im Lokalen hinbekommen hätte, dann würde ich den Notfall entziehen. Ja. Ja, das ist also schon schwierig. Und weiß man eigentlich, was der heute macht? Weiß niemand, ne? Das ist eine sehr gute Frage, das ja, weiß ich nicht. Weiß niemand, ne? Ich weiß es auch nicht mehr, aber ja, nee.
Okay. Vielleicht schauen uns ja auch jüngere Menschen zu. Was würdet ihr sagen, was braucht ein Journalist, der so arbeitet wie ihr? Welche Kompetenzen muss der haben? Also was jetzt mal die literarischen oder Schreibkompetenzen jetzt mal, lasse ich mal außen vor. Was muss man so mitbringen, damit man das lange, gerne und gesund macht, diese Arbeit? Also ich glaube, man muss schon auch Neugierde mitbringen. Das ist so ein Klassiker, was man heißt. Ja, Journalisten sind so neugierig, aber ich glaube, das ist technisch nicht so unwichtig, dass man sich einfach für Dinge interessiert und dass man sich einfach auch jahrelang immer wieder für Neues interessiert und für neue Menschen und für einfach Dinge, die passieren und dass man auch nachfragt. Also ich glaube, ich kenne eigentlich keinen Journalisten, der nicht irgendwie auch gerne Fragen stellt. Also ich glaube, das ist auch sowas, was man muss. Und in unserem Bereich muss man schon sehr genau sein. Also jetzt auch, das ist einfach sehr, also ich habe das auch sehr auf die schmerzhafte Art gelernt. Also da war ich ganz, ganz neue Journalistin bei der Wiener Tageszeitung und dann habe ich einfach irgendeine Meldung von der Agentur halt auch aufbereitet fürs Internet und nicht groß drüber nachgedacht und dann publiziert. Und da war einfach, da war ein Fakt drin, der nicht gestimmt hat. Mhm. Und dann auch eine Gegendarstellung, also so eine Klage irgendwie eingereicht wurde und dann eine Gegendarstellung. Und das war natürlich für so eine junge Journalistin, oh mein Gott, was ich da publiziert habe, hat irgendwie tatsächlich Konsequenzen. Ne? Also man muss schon aufpassen. Das ist eine gute Schule, weil seitdem habe ich nie wieder irgendwas irgendwo hingeschrieben, wo ich nicht nochmal genau drauf geschaut habe, ob das auch alles so stimmt. Ne? Ja, klar. Das ist Lernen durch negative Verstärkung, ja? Das kann genau. Man so sagen. Ja. Und was würdest du sagen, was braucht es, wenn man diesen Beruf ergreifen möchte? Also ich würde das alles unterstreichen, was Leila gesagt hat. Und ich glaube, weil du auch diesen Fehler angesprochen hast, bei uns im Lokalen sind die Kontrollmechanismen ein bisschen anders. Es passieren mehr Fehler und wir haben auch entsprechend Korrekturen dann. Also ich glaube, man muss als Journalist auch kritikfähig sein. Ja. Und man muss, wenn man sich mal verhauen hat, vielleicht auch mal in einer Analyse oder man kann auch mal in einem Kommentar ein bisschen über die Stränge schlagen oder in einer Glosse, gerade wenn es schnell gehen muss. Oder man kann auch mal einen faktischen Fehler, das kann im tagesaktuellen Geschehen auf dieser Ebene, das kann passieren und dann muss man auch dazu stehen und dann muss man sich auch mal entschuldigen. Mhm. Das glaube ich, das gehört dazu, sonst kann man den Beruf nicht machen. Wenn man so stolz ist, dass man das nicht kann, dann muss man was anderes machen. Ja, wobei ich sagen muss, also auf der einen Seite, also nehme ich es mal, auf der einen Seite haben wir diese, ja ich sage es jetzt mal wieder, diese neuen Medien, ich nenne jetzt mal wieder den Bereich Facebook, wo wildfremde Leute sich ja innerhalb von 3 Sekunden beleidigen, das ist ja immer wieder faszinierend, ja. Aber auf der anderen Seite, so nehme ich es jedenfalls wahr, ist, sage ich jetzt mal, die Kommentare, jetzt Süddeutsche nehme ich mal jetzt da, schließe ich jetzt damit ein, aber auch in vielen anderen Blättern oder Zeitschriften, sind, wie will ich das sagen, wenn ich das jetzt vergleiche, vor 15 Jahren kommen sie mir oft, oder ich bin auch abgestumpft, weiß ich nicht, sind ein bisschen harmloser geworden. Also so, dass mal einer so richtig so einen raushaut, das ist gefühlt für mich, ja, also durchaus auch eine Zeitung ist ja auch ein Meinungsbilder, das ist ja durchaus auch legitim, ja. Das ist ein bisschen weniger geworden. Also wenn ich jetzt mal so zurückdenke, so an die 80er Jahre, in der ich mich so politisch ein bisschen so gefestigt habe und mich sehr dafür interessiert habe, 90er auch noch, als jüngerer Mensch, da waren die Schlagabtausche, sind mir so vorgekommen in der Medienlandschaft, weiß nicht, kantiger, heftiger. Mhm. Also heute ist man, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtiger geworden, weil heute kriegst du sofort für alles eine Anzeige, habe ich das Gefühl, ja. Wie seht ihr das? Also ich finde das eine sehr interessante Beobachtung. Ich kann sagen, mein Eindruck ist, als ich vor 7 Jahren bei der SZ als Praktikant und dann als Freier und Volo angefangen habe, da waren die Leser noch deutlich respektvoller. Mhm. Und das glaube ich, kann ich jetzt in 7 Jahren Zeitspanne, kann ich das sagen. 15 Jahre sind natürlich noch besser. Und das kann sein. Das mag sein. Ja. Es ist jedenfalls
schon heftig, was man teilweise zu lesen bekommt, was auch, also auf Facebook sowieso, aber was dann auch, bei uns gibt es ja die Möglichkeit, auf der Website direkt dem Autoren zu schreiben oder einen Fehler zu melden und was du dann teilweise um die Ohren gehauen bekommst, das ist echt wow, also ja. unfassbar. Ja. Und das Interessante ist ja, manchmal, wenn es nicht ins Bodenlose geht, was die Beleidigung betrifft, dann nehme ich mit den Lesern auch, also immer, ich antworte den Lesern immer, es sei denn, es geht irgendwie unter die Gürtellinie, dann ist es interessant, wenn man dann höflich zurückschreibt und vielleicht den Kritikpunkt ganz sachlich aufgreift, dann hat man wieder das Gefühl, jetzt schreibt dir dann ein Mensch zurück. Meistens fängt man die Leute dann wieder ein und sie entschuldigen sich dann auch. Und das ist eigentlich ganz interessant. Man muss trotzdem versuchen, mit den Menschen, weil es ist ja ein Mensch, in den Dialog zu treten. Und wenn er dir jetzt so in 2 Meter Abstand gegenüber sitzen würde oder mir, dann würde er wahrscheinlich ganz anders mit mir drüber sprechen. Große Gefahr bei Corona. Wir sitzen uns ja immer größeren Abständen gegenüber. Ja. Lena, wie ist es bei dir? Bist du für deine Leser auch greifbar? Also so wie er jetzt? Also stimmt total, was der Corbinian gesagt hat, auch, dass die dann meistens, wenn man dann mal ihnen antwortet und auch sie ernst nimmt, dass sie dann auch dann das ganze im Ton sich ändern. Das stimmt voll. Ich glaube schon auch, dass Leser generell in den letzten 10, vielleicht auch 15 Jahren auf jeden Fall selbstbewusster geworden sind, weil sie halt interagieren können, auch mit den Journalisten. Ich glaube auch, dass es dem Journalismus aber generell gut getan hat, weil es gab schon so ein bisschen so ein, also so, ich, also 80er, 90er, glaube ich, waren das da schon sehr viele Journalisten gab, die sich so ein bisschen wie Götter gesehen haben. Ja. Die irgendwie auch, das merkt man ja heutzutage noch ein bisschen, da ändert sich das auch so, die Strukturen in Redaktionen ändern sich ja auch gerade jetzt, aber dieses, dass der Journalist sagt, wie die Welt ist und alle anderen haben es irgendwie auch so zu sehen, das ist ja nicht mehr der Fall und ich glaube, das ist eigentlich gut. Mhm. Aber deine Beobachtung finde ich auch spannend, dass die Kommentare so zahm geworden sind, weil wir tatsächlich in den letzten Wochen immer wieder auch in unseren Konferenzen diskutiert haben, ob wir auch zu oft die gleichen Meinungen oder das gleiche Spektrum irgendwie, ob wir uns zu selten widersprechen, ob wir nicht auch ein bisschen auf der Meinungsseite wieder ein bisschen mehr Reibung brauchen. Also wenn ich vielleicht auch alle einfach zu sehr dem gleichen liberalen Spektrum angehören und dazu wenig Widerspruch ist. Also es kann schon sein, dass das sich auch ein bisschen so entwickelt hat, dass da nicht so Pro und Contra von wirklich gegenteiligen Seiten sind und Polarisierung, sondern eher so alle dasselbe denken. Ja. Leila, dann schreibt's mir was gegen Motorradfahrer. Das polarisiert safe. Ja, das denke ich auch. Da habe ich eine Erfahrung gemacht. Ja? Ja. Hast du gegen Motorradfahrer geschrieben? Nein, ich habe mich in einer Glosse, wirklich einer Lokalglosse, über das Phänomen gewundert, dass es Menschen gibt, die sich im August bei 30 Grad im Schatten in diese Lederrüstungen zwängen und dann über das Land pesen. Ich habe einfach mein Unverständnis darüber, und es ist tatsächlich Unverständnis, darüber ausgedrückt. Und habe dann Parallelen zu dem Raubrittertum gezogen von früher, dass die ja auch sich nicht bei 30 Grad irgendwie auf ihr Pferd setzen, das Satteln und dann irgendwie den Rittwind genießen. Und das war eigentlich ein absurder Text, nicht ganz ernst gemeint, aber, und das ist auch ein Phänomen des Internets, das Wort Glosse übersehen die Leute wirklich mit großer Zielsicherheit. Im Internet ist es super schwer. Also man kann ja schlecht mitkommen. Vielleicht. Aber ich habe gar nicht das gemeint. Ich habe tatsächlich gemeint, also ob ich mir nicht kurz ausführen darf, dass die Journalisten, ich weiß, das vom war jetzt auch ein Scherz, die so ähnlich sind. Ne? Also das merkt man bei der SZ, finde ich auch sehr. Alle haben studiert, alle kommen irgendwie so aus dem Bildungsbürgertum und so. Und das ist natürlich, das prägt natürlich dann auch den Ton des Einzelnen. Ja, klar, logisch. Aber vielleicht haben die Leute, die sich so aufgeregt haben, das Wort Glosse ja nicht verstanden. Das kann ja sein. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Genau, es gibt beides. Also beides, ich habe auf diesen Text, der hatte in der Zeitung 35 Zeilen. Also das ist wirklich ein Minitext. Ja, ja, ja. Ich habe am Tag der Erscheinung und in den Wochen danach hunderte E-Mails bekommen. Das hat mir sogar jemand aus Neuseeland geschrieben. 95% bitterböse. Und 2 Jahre später, jetzt Ende August, habe ich den gleichen Shitstorm, so nennt man das dann ja,
tatsächlich darauf nochmal bekommen, nachdem jetzt die Motorradszene ja politisch unter Druck geraten ist. Und die Leute schauen sich nicht an, was ist das für eine Gattung, also die meisten, und sie schauen sich auch nicht an, wann ist der Text erschienen. Unter diesen neuen politischen Voraussetzungen hätte ich diesen Text so nämlich im August 2020 in Corona sicherlich etwas anders formuliert. Ist klar. Ich will nur noch mal kurz sagen, ich habe hier zahlreiche, keine Fragen, aber zahlreiche positive Nachrichten, dass die Leute sich freuen, dass wir das machen. Aber stellen Sie jetzt noch Fragen, weil ich bin mit meinem Latein jetzt dann demnächst bald am Ende. Wir haben jetzt auch schon eine gute Stunde gesprochen. Wir haben jetzt viel verschiedene Themen geredet. Jetzt noch vielleicht mal zum aktuellen oder zum zukünftigen. An welchen, Corbine hat schon ein bisschen gesagt, aber an welchen aktuellen Projekten arbeitet ihr zurzeit? Also was dürfen wir denn next von euch erwarten? Was ist denn im Moment bei dir gerade so auf dem Schreibtisch, Lela? Also ich habe jetzt tatsächlich das letzte halbe Jahr habe ich an einem großen Podcast-Projekt gearbeitet, gemeinsam mit dem Kollegen Vincent Vitus Leitgeb. Und es sind 8 Podcast-Folgen geworden, so je 40 Minuten. Und da geht es auch um Österreich und die Ibiza-Affäre und wir dröseln alles nochmal auf. Also auch so die Haider-Jahr, wie Strache überhaupt aufgestiegen ist und warum Korruption in Österreich, warum das irgendwie da so ein bisschen normaler ist, auch als in Deutschland hat man das Gefühl, oder ist das wirklich so, ne? Und wie hat das Land auch irgendwie aus dieser ganzen gelernt, ne? Aus diesen ganzen Sachen. Und genau, das haben wir jetzt ein halbes Jahr recherchiert und ganz vielen Leuten gesprochen und dann sind jetzt die ersten Folgen rausgekommen und da kommen jetzt da jede Woche dann was raus. Mhm. Auch eine Form, ja, die Podcast, ja, also auch was es vor 20 Jahren noch nicht gab, ja. Also, genau, das ist auch toll am Internet, man kann auch solche Sachen machen wie so Audio-Reportagen, was auch wahnsinnig viel Spaß macht tatsächlich, damit ein bisschen die, nicht nur zu schreiben. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen Werbung für die Volkshochschule machen. Also wir werden sowas für, sage ich jetzt mal, Privatpersonen machen. Wir haben nächstes Jahr hoffentlich dann weniger mit Corona zu tun. Aber das ist was man auch bei Corona machen kann, nämlich das Projekt Hörpfade, also dass Podcasts erstellt werden aus der Region, von Menschen aus der Region, die über Dinge, die ihnen wichtig sind, einfach eine kleine Reportage machen und die in Form eines Podcasts eben dann online stellen. Und wir begleiten das Projekt in dem Fall mit dem Bayerischen Rundfunk zusammen und mit einer Kursleiterin. Wollte ich hier nur mal gesagt haben, also Sie, die uns jetzt zugeschaut und zugehört haben, wenn Sie dann auch so das investigative Journalismus-Feeling bekommen wollen, dann wäre der Einstieg wäre sozusagen unser Projekt Hörpfade. Das klingt ein bisschen nach Konkurrenz. Wir haben ja eben gesagt, alle im Journalismus sind Bildungsbürger und studieren. Das klingt super gut. Das Vielleicht kommt ja noch ein Seiteneinsteiger raus. Corby, wo bist du dran? Du hast jetzt von diesem Missbrauchsskandal gesprochen, wo du dran bist. Gibt es noch ein weiteres Thema, was du gerade bearbeitest? Ich habe jetzt auch in den letzten Monaten 2 digitale Projekte mittlerweile abgeschlossen. Wir machen ja mittlerweile bei der SZ, wie Leila schon sagte, nicht nur die Zeitung oder auch nur Texte, die halt dann ins Online übersetzt werden, sondern wir machen auch große Reportagen, wo dann Videos oder Audiofiles eingebettet sind, natürlich auch noch Text und Foto. Und das Ganze, das macht dann echt was her. Also ich habe zum Beispiel einen Jäger im Ebersberger Forst begleitet, der jetzt wo die Nachtsichtgeräte in weiten Teilen Bayerns erlaubt sind, ein riesengroßes Thema unter Jägern und ein Thema, das auch die Leser online wahnsinnig interessiert, überhaupt Wald, also ein toller Fundus. Ich habe zwar kein ganzes Land zur Verfügung, aber immerhin einen Landkreis mit einem tollen Wald, der sehr viele Geschichten hergibt. Also das mit dem Wald, das kann ich nur bestätigen. Wäre Corona nicht gekommen, wir hatten im letzten Semester das Waldthema und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ehrlich, die Leute sind da so emotionalisiert worden und waren da so dran. Dann kam halt am 16.3. der Lockdown, Mai ist halt so, ja. Aber die Kurse waren rappelvoll ausgebucht und wir konnten sie halt, das ist halt ein Thema, das kannst du schlecht dann sagen, okay, wir holen es nach, weil
blöd. Ja, einige Sachen versuchen wir jetzt ins nächste Semester zu schieben, wenn es wieder ein bisschen wärmer ist. Aber das Thema Wald ist zum Beispiel was, was die Leute total, warum weiß ich nicht. Ja, ich meine, ich bin selbst Waldliebhaber, aber das ist was, was genau zieht. Ja. Also mich findet man als Reporter dort ungefähr einmal pro Woche okay für irgendeine Geschichte. Ja, okay. Vielleicht auch alle zwei Wochen, aber es ist echt ein toller Fundus. Und ja, man kann dort auch im Kleinen anhand von Schwammerl zum Beispiel kann man erklären, wie der Klimawandel diese Wälder niederrafft. Also ja, es ist wirklich da lang so ein kleines Ding, also wirklich im Kleinen das Große erklären. Das ist auch das Tolle am Journalismus mhm generell. Und um das mit den Projekten abzuschließen, eines meiner Dauerprojekte lautet Typisch Deutsch, hieß früher Neue Heimat. Wir haben bei der SZ seit knapp 5 Jahren mittlerweile noch drei geflüchtete Journalisten, die für mhm die SZ schreiben, und die betreue ich und übersetze sie teilweise. Das ist mein Herzensprojekt, würde ich sagen, und das, witzig, das ist eine ganz andere Perspektive, weil die den Oberbayern analysieren und teilweise ja, sehr, sehr treffende Beobachtungen okay machen. Ja. Ja, okay. Genau. Ich sehe gerade, da ist jetzt eine Frage noch reingekommen, muss ich kurz, zwei Fragen. Der, Moment, wo bin ich? Nee, das ist die Frage. Dimut Genal fragt, wie ergiebig ist das Darknet für Ihre Recherchen? Nutzen Sie es, um die Anonymität zu nutzen? Leila? Oh, ich gar nicht, aber ich kenne, also ich habe schon, wir haben schon Kollegen, die das machen, aber ich kann dazu leider keine eigenen Erfahrungen darstellen. Okay, bei dir? Mein Darknet ist der Ebersberger Forst. Okay, alles klar, gut. dann haben wir noch die Frage, auch von Dimut Genal, gehen Informanten eher eigeninitiativ auf Sie zu oder sprechen Sie in der Mehrzahl der Fälle einen möglichen Informanten an? Leila? Boah, das ist sehr abhängig von was man machen, also was man gerade berichtet. Also jetzt zum Beispiel bei dem Terroranschlag in Wien, da sind wir auf Informanten im Innenministerium, im österreichischen Innenministerium zugegangen, weil wir halt gezielt nach Informationen gefragt haben. Sonst ist es sehr oft so, dass halt was zugespielt wird, und manchmal sind das auch so E-Mails, wo sehr, also was ein bisschen seltsam auch klingt, wo man nicht immer so genau weiß, ist das jetzt ein Spinner, ist da noch dran? Also das ist auch sehr viel, das ist auch immer sehr viel Teil der Arbeit, also einfach diese ganzen E-Mails, die man da bekommt, sich anzuschauen und dann irgendwie auch mal zu schauen, ob das jetzt irgendwas, ob da was dran ist, ob ja der Mensch glaubwürdig ist oder nicht, und den dann auch zu treffen. Okay. Also, das ist ein, okay. Aber sehr viele sind Spinner. Okay. Ja, wahrscheinlich. Bei dir? Wie ist es bei dir? Bei mir ist es, denke ich, kann man schon so sagen, dass es Leute gibt, die mich kennen und die dann gezielt mich informieren. Mhm. Also das sind aus allen möglichen Bereichen. Das sind dann auch teilweise Leute, man kann das natürlich jetzt unser beider Arbeit nicht immer eins zu eins vergleichen, aber in meinem Fall sind einfach Leute, Quellen, die ich über Jahre einfach auch gepflegt habe, wo ich weiß, da ruft man dann auch mal an und fragt, wie es so geht, ja, mhm, oder man geht mal auf einen Kaffee. Mhm. Das ist unheimlich wichtig in diesen Bereichen, dass du Dinge erfährst, vor allem wenn man wie ich dann nicht direkt vor Ort wohnt und manche Sachen auch nicht so mitkriegt. Mhm. Und dann sind es schon auch Leute, die dann zum Beispiel ja, im Forst, so meine Leute, oder in Markt Schwaben, der ein oder andere, die dann ja, das ja sind dann Geschichten, also, die habe ich dann exklusiv. Also das mit dem Forst, die Leute, das ist also wirklich so. Ich meine, ich komme jetzt aus einer waldreichen Gegend, aus der Pfalz, ich kenne das ja schon ein bisschen, aber das ist echt, also es ist jetzt egal, ob man in der Wiener Szene unterwegs ist oder in der Forstszene. Also es gibt auch dort eine Szene, und wenn du einen kennenlernst, lernst du plötzlich 20 andere kennen, und dann siehst du, dass das ein Informantennetz ja, ist. Es ist irre. Ja? Also es ist, aber in meinem Forst klingt ganz super. Bist du Jäger oder wie? Nee. Sonst wärst du der Jäger aus der Nein, Pfalz. Nein, bin ich nicht. Schauen wir, ob wir noch eine Frage haben. Nein, im Moment haben wir keine mehr. Also wenn jetzt keine Fragen mehr unmittelbar reinkommen, dann würde ich sagen, wir sind am Ende angelangt. Ich warte mal noch 2-3 Minuten und nutze das vielleicht, um Ihnen zu sagen, dass wir auch morgen wieder hier sind. Morgen haben wir
auch wieder ein politisches Thema. Und zwar haben wir morgen zu Gast den, was heißt zu Gast? Wir sind zu Gast bei ihm. Er ist zu Gast bei uns, den ersten Bürgermeister der Gemeinde Zorneding, den Piet Meier. Und den werde ich dann interviewen zum Thema Politik zum Anfassen. Das wäre morgen um 19 Uhr. Jetzt schaue ich nochmal hier in den Live-Chat. Da ist nichts mehr drin. Dann will ich es auch nicht unnötig in die Länge treiben. War ein sehr angenehmes Gespräch. Leila, mit dir. Corby, mit dir. Ich möchte nur jetzt noch sagen, dass ich ja schon seit, also diesen VHS-Geschäftsführerjob mache ich jetzt schon 15 Jahre, also die ersten Jahre in Rheinland-Pfalz eben und jetzt seit 4 Jahren hier. Und ich muss sagen, dass ich von den hiesigen Zeitungen, speziell der SZ, immer sehr, sehr fair behandelt worden bin, immer sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, wir sind ja angewiesen auch auf Publicity und auf Berichterstattung. Das war immer hoch in Ordnung, hoch anständig und ich muss sagen, das habe ich auch schon anders erlebt, deswegen sage ich es hier so, es ist wirklich auch so, dass da ein Vertrauen da ist. Ja? Also man weiß ganz genau, ja, wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen, die bei uns berichten, dann weiß ich ganz genau, wie die ticken und das ist eben auch das Wichtige, dass man dann ein Vertrauen hat, weil gerade im Moment wird halt, ich muss es wieder sagen, relativ viel über Corona berichtet, so auch über uns, ja, weil wir da ja auch betroffen sind und das war für uns immer sehr, sehr hilfreich, auch mal diese Position darzustellen, wie es jetzt uns als Volkshochschulen geht in diesem Schlamassel. Und da möchte ich jetzt einfach mal die Gelegenheit nutzen, um hier der Süddeutschen Zeitung ein herzliches Dankeschön zu sagen und auch die Möglichkeit, dass wir das hier überhaupt machen konnten. Und ich freue mich schon auf weitere Werkstattgespräche oder weitere Veranstaltungen mit euch und ja, sage jetzt, gucke jetzt hier nochmal. Nein, das sind nur Fans, die uns schreiben, dass es gut war. Und jetzt sage ich, und jetzt sage ich, Leila, zu dir auf Wiedersehen und wünsche dir. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, auch zugeschalten. Ja, und die Technik hat prima funktioniert, das war prima. Und ich wünsche dir alles Gute und noch recht viel Spaß bei deiner Arbeit und Servus nach Wien. Tschüss. So, und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend da draußen. Corby, dir auch nochmal danke und dann ein schönes Wochenende. Bis bald. Servus.